Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metal Heroes. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, ich habe Milliarden Notifications, also Benachrichtigungen und so weiter. Ich muss mich erstmal ein bisschen durchhangeln hier so ein bisschen. Metal Fiamma und was? Gut, ist ein Patch Notes, ist okay. Was haben wir hier noch? Geschenke irgendwelche. Events hier. Irgendwas muss ich einlösen. Coupon Nummer hier, das muss ich einlösen. Ich kann es nicht mal lesen. Okay, ich kann es kopieren. Game Chatting Window without Typos in the Coupon. Okay. Jetzt muss ich jetzt irgendwo. Tag Nummer 3. Die 5 Edelsteinchen. Tag Nummer 3, kriege ich 2 Kisten. Die Quest habe ich gerade nichts. Ich will irgendwo in den Chat. Chat. Da ist Chat. Muss ich so machen, oder? Neue Nachricht erhalten. Bam. Jetzt seht ihr die ganzen, die eintippen. Geschenke. Dann kriegen wir noch heute 50 Edelsteine oder jetzt die 2 Stunden. Beim nächsten Mal gibt es dann 20 von diesen Tröten. Und so weiter und so weiter. Posts. 50 Edelsteine. Coupon Reward. Nach den Wünschen, um alle auf einmal umzudrehen. Okay. Verfluchtes Schwert. Reduziert Trefferpunkt um 18%. Erhöht Angriff um 39%. Adlerfeder. Erhöht die Ausweichrate um 11,5%. Reduziert erlittenen Schaden um 11,5%. Nicht schlecht. Und Berserkersteiger bei weniger als 50% Trefferpunkt den Angriff um 65%. Das sind diese Karten, die man benutzen kann. Bam. Schild des elementaren Segens. Reduziert erlittenen Schaden um 24,5%. Steigert maximal Trefferpunkte um 26%. Der Blutkristall und der kontaminierte Blutkristall erhöht der Trefferpunkte um 36%. Und reduziert Angriff um 16%. Okay. So. 200 Jahre. Tägliches Verbindungsereignis. Tag 3 gesichert. Eventbelohnung 4 bis 6 Sterne. Achso, wieder nur Items hier. Level 20, schwarze Drachenschuppe, bei den Finsternis wieder schon 50% und die Trefferpunkte 25%, Level 16 heranstürmender Krieger reduziert Schaden von Bogenschützenfarberinnen, Priester um 48% und Level 16, 5 Sterne Kampf erprobt, erhöht den Fertigkeitenlevel um 4 und die Macht um 13%. Alle abholen, jo. Zack, paar mal Freundschaftspunkte, Heldengeschenk, Geschenk von Klolinda. Tag 2 habe ich gestern, habe ich beim letzten Mal geholt gehabt und dann Coupon. Gacha. Friendship Gacha Metal Fiesta. Okay, muss ich das benutzen? Erhöht Chance für 5 ausgewählte Helden, noch 3 Tage. Okay. Kaserne. Meinetwegen gehe ich da nochmal rein. Das ist kein Ding. Level 12. Einer mehr. Van Helsing, ja, du nimmst natürlich auch rein. Ja, zack, 2400 dazu. Ordentlich was dazu und natürlich gleich nochmal rein, zack. Paracelsus. Okay, das ist nicht wirklich viel gebracht. Und hier das Erwachen-Training. Er müsste jetzt theoretisch diesen lila Stern bekommen. Okay, Erwachen abgeschlossen. Mehr gelbe Sterne heißt mehrere Erwachen. Vergiss das nicht. Ich sage es noch einmal: Helden im Training können auch an Schlachten teilnehmen. Zögere also nichts zu erwecken. Ihr seht da einen roten Stern haben wir jetzt. Plus 72 Macht, hier kriegen wir ein bisschen Punkte dazu und ihr seht ja, was wir da ein schönes machen können. Für Van Helsing, den. Der ist aber gerade im Training. Was? Die Helden. Achso. Die Kaserne können wir ausbauen. 25.000 Gold ist in Ordnung. Machen wir mal. Oh, Gachas hat das. Freundschaftsgacha können wir meinetwegen machen. Dann blinkt das nicht mehr so die ganze Zeit. Und wir kriegen das da, das da, das da. Ein Steingolem, 2 Sterne, nice. Okay. Dann haben wir noch Erfolge, was wir kriegen. Ich schließe einmal ein Wachungstraining ab, 50 von den Bronzedingern. Und Sammlung natürlich der Steingolem. Und was haben wir hier noch? Die blaue Valkyrie, voll erfolgreich, voll aufwacht. Zack. Und hier erstmals erhalten. So, wir können weitermachen. Nee. Beute kriegen mag ich gerade nicht. Macht keinen Spaß. Mentorentraining. Wird immer noch angefordert, das Mentorentraining. Faszinierend.
Lektion. Gewinne den Beute kriegen 3 von 5. Achso, ich muss noch Beute kriegen gewinnen. Ah, mein, wir müssen das sowieso so machen. Wir müssen Beute kriegen noch gewinnen. Na gut. 3722. Mal gucken, ob wir gewinnen. Wenn die Gegner mal Heiler haben hinten, dann heißt die macht nicht so wirklich viel. So, ich hätte ganz gerne meinen Vergifter-Typ. Okay, werden natürlich alle aufeinander gedrückt hier. Oh, schon gefallen. Bam, 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 bam. Gut. Einen muss ich noch gewinnen. Nö. Nein. Oh, bin ich dumm. Erst ist der Suchen-Button da. Egal, wir kämpfen einfach. Wir gewinnen das schon. Hust. Aber sowas denn überhaupt nicht. Kann ich den Kampf abbrechen? Oh ja, ja, müsste ich. Meinetwegen. Ich meine, ich verliere das so oder so. Dieser Kraftunterschied ist so lächerlich. Ich meine, ich habe mehr Macht und trotzdem killt er mich easy. Die Klappe, ey. Warum ist Gegner suchen da und dann... Ist total dumm, oder? Ich suche mir aber die Noobs raus, gegen die ich killen kann. Ja, und schon wieder eine Heilerin da hinten, oder? Ist doch eine Heilerin. Wenn ich das richtig sehe. Oh, die werden schon alle zusammengedrückt, das ist gut. Blitz! Flächenschaden mit Erstarren, ne? Das ist natürlich mega gut. Das ist super fies. Kommen mal zwei. Bam, 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 bam. Tudum. Sehr gut. Damit haben wir auch dieses Hindernis fertig. So, wo waren das gewesen? Hier, Lektion, genau. Bam! Räume dreimal das Level im schweren Modus. Hingehen. Genau, mal hin, Mann. Wir lassen uns leiten, Leute. Wir lassen uns leiten. Machen wir mal hier ein schweres Ding. Wir nehmen Cindy wieder mit. Level 30, Alter. Wie die abgeht, Mann. Die suchtet das ja wohl richtig krass. Autoschlacht meinetwegen. Yeah, richtig starke Gegner. Ich hab einen Helm bekommen, ne? Jäger der Finsternis von Hersing. Sieben Energie kostet das. One hit! Batsch, batsch, batsch. Schön an rechts und links geklatscht. Einen Kampf muss ich noch machen. Fünf, fünf und sieben ist immer. Yuka. Danach müsste ich das Hindernis wieder überwunden haben.
Dann kriege ich, keine Ahnung, welche Tickets, aber schon wieder irgendwelche Karten. Ja, eine Medaille. Und noch eine Medaille. Schick, schick. Batsch. Du warst zu langsam. Boah, das gibt's doch einfach nicht. 1000 Gold wäre da gewesen und Level 8 Karte. Level 8, yay! Maximal Menge an Ausdauer versendet. Maximal Ausdauer wurde um 1 gesteigert und Teamkosten gesteigert. Nice. Und Level 10 gibt's dann den 4-Sterne-Held. Regenbogenwächter Heimdall. Ah, sieht auch geil aus. Da ist der achte Zeitraum nicht Hindernis. Zeitraum heißt das. Den Turm der Unendlichkeit. Gucken wir uns den nochmal an, würde ich sagen. Du bist, da bist du ja, Daki. Bist du für den Turm der Unendlichkeit hier? Mach dir keinen Gedanken wegen der Ausdauer. Die Belohnungen sind ziemlich gut. Es ist doch nicht allzu schwer. Wenn du dich von den ersten Kernen einlohnen lässt und dich nicht anstrengst, wirst du das bereuen. Je mehr Fortschritte du machst, desto stärker werden deine Feinde. Je höher du gehst, desto besser ist die Belohnung. Aber vielleicht wird es auch zu viel für dich. Naja, es gibt keine Grenze, also gib dir Mühe. So, geh im Turm der Unendlichkeit an deine Grenze, erober fünfmal am Tag ein dreistöckiges Dungeon mit zufällig gewählten Gegnern. Wenn du erfolgreich bist, erwarten dich höhere Levels mit stärkeren Feinden und mehr Belohnungen. Level 1, 30.000, okay. Komm nach vorne zum Tanken. Undin. Nehmen wir das mal noch. Kämpferin Johanna. War sie das? In Gebrauch, in Gebrauch, in Gebrauch. Und jemand, der ein hohes Level hat, der da? Na, auch nicht, ne? Nein. Ist er schwächer als sie? Oh, würde ich mal sagen, was der gewesen, ne? Der da? Nö. So, Start. Meinetwegen, Alter, mach die Dinger einfach voll, weißt du? Ich habe so viele Diamanten, muss es so oder so voll machen. Irgendwann. Also höher machen, meine ich. Gott, gleich Achilles. Oh, mein Auto kam aus. Man weiß ja nie. Den Zauber möchte ich hier gerne selber einsetzen. So, was jetzt? Schade. So, drei Meter hier, gleich die drei Karten kriege ich. Ah, guck mal, ich habe 30.000 bekommen. Drei Stunden, noch 10, also in 10 Minuten kann ich das wieder, ist ja dumm. Warum ist das so dumm? Warum ist das so dumm, hä? So, die sind beide fertig. Und die müssen ja sowieso aufs Level ab, aufs Dingensen bringen, aufs Maximallevel irgendwann mal. Auch für den Diamanten. Ein Paracelus, der ist ja sowieso mal dabei. Paracelus. Zack. Boah, dauert aber mal lange im Laden, ey. Eklig. Gut. Und noch ganz kurz die Erfolge an. Besiege 240 Helden, 40.000 Gold. Versuche dich einmal am Tunnel der Unendlichkeit 5 Diamanten und erbeute 100 Sehnstein 40.000 Gold nochmal. Vargas. Und etwas in der Post habe ich auch noch. 30.000 Gold für die Belohnung für den Turm und die 5 Diamanten für Kapitel schwer.
vom Küstendorf. Okay, meine lieben Freunde. Kurze kleine Pause, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Metal Heroes. Und bis dahin, ciao.